Schichtenes, Regionalliga, der TV Hilfenstein, zweite Mannschaft, spielt gegen den Tabellenführer SV Schott Jena. Das ist schon ein Schlussdoppel, das wird aber auf jeden Fall zählen. In der Vorrunde im Auswärtsspiel hat es nicht mehr gezählt. Das ging 9-6 aus. Das Doppel hat dann keinen Platz mehr in der Wertung gefunden, obwohl es gewonnen wurde. Hier wäre es allerdings sehr wichtig, dass man es gewinnt, denn es steht 7-7. Und entweder würde das dann zumindest das Unentschieden sichern. Mit viel Glück aber auch den Sieg. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Am Nebentisch jedenfalls die Nummer 6. Der Hilfenstein gegen die Nummer 6. Fidorau aus Jena. Das ist allerdings ein Riese. Der Schiedsrichter sagt, er ist aus der zweiten Mannschaft auf Rangesplatz 3 geordnet. Der Rest sagt, er hat noch kein Spiel in der Regionalliga verloren. Soll im Tischtennis alles möglich sein. Also durchaus Stammspieler. Stärkste Besetzung hier bei beiden Teams. So, also das Doppel. Rezetka Mego für Jena schlagen auf gegen Kürtschel und Hermann. Da war ein ganz klein wenig Zeitschnitt drin. Kürtschel riskiert viel. Noch keinen Ball auf dem Tisch. Zellrichter Hermann Senior, also der Papa vom Hannes, aber bekannt als absolut fairer Sportler, kompetenter Zellrichter. Da muss man sich keine Sorgen machen um die Neutralität. Ich nehme an, man hat es schon gesehen, der rote Belag, Knoppenbelag, Störbelag. Also ein Verteidigungsspieler modernster Prägung. Gegen Kürtschel im Einzel hat er ohne Ende Schwierigkeiten im Laufen und aggressiv gespielt, angegriffen mit dem schwarzen Vorhandbelag. Das Spiel aber verloren. Hannes Hermann hatte ihn eigentlich auf der Schaufel. Denke so eine 7-4 Führung in dem Dreh im fünften Satz.
hat sich dann aber durch eine Diskussion aus dem Rhythmus bringen lassen, als Schodlina einen Punkt beansprucht hat, obwohl Rezepka nach dem Schlag den Schläger auf den Tisch fallen hat lassen. Das war etwas Unglückliches. Sollte aber in der Regionalliga nicht passieren, dass man deswegen dann von der Rolle gänzlich. Aber konzentrieren wir uns auf das Tobi. Also wie gesagt. Wenn ich es richtig auf der Palette habe, Hannes Hörmann heute beide Einzel verloren, und zwar möglicherweise gegen diese beiden Spieler, auf jeden Fall gegen Rezepka, der jetzt wieder annimmt. Schauen wir mal. Return mit den Noppen. Schön hat, glaube ich, beide gewonnen. Aber solltet ihr googeln? Oder noch, dass ihr euch die Videos anschaut. Das sieht hier nicht so aus, als könnte man das Fußball gewinnen, wie in der Vorrunde. Irgendwie macht mir der Hannes heute nicht seinen besten Eindruck. Zehn Zehn und zwei Ebenen am Nebentisch. Und das wäre natürlich wichtig gewesen aus Sicht der Wildbolsteiner, so ein 2:0, dann spielt sich schon locker. Ja? Jetzt aber ein Satzball zum 1:1 für Wiederau. Gibt's auf einem anderen Video. Schaut euch das ganze Spiel an. Wobei es gar gegen Fiedelau. 0-0 hier. Und jetzt muss Hörmann die Bälle des Noppenspielers nehmen. Und wie wir im Einzel gesehen haben, da tut sich da einigermaßen schwer. Also eventuell zu allem Übel auch noch die schlechtere Stellung. Mal sehen, ob das so ist. Da sieht man natürlich, A, was Rezepka, der Verteidigungsspieler, kann, denn der Punkt muss zu Hause sein. Und B, welche Probleme Hannes Hörmann mit Verteidigungsbällen mit Unterschnitt hat. So wie er den geschlagen hat, kann er nie mehr übers Netz, da muss er sich einen Kran bestellen. Thank you.
was er im Einzel schon richtig gut gemacht hat, Hannes Hörmann, die Returns auf die Aufschläge von Brzezinski. Damit kommt er ganz gut klar. Meine Befürchtungen, dass das die schlechtere Stellung ist, weil Hannes Hörmann Probleme mit den Noppen hat, haben sich Gott sei Dank jetzt nicht erfüllt. Also 1:1. Ich erlaube mir schon, das immer ein bisschen aus Sicht der Hildpolsteiner zu kommentieren. War nie in dem Verein, aber fehlen mir hier ja seit gefühlt
dem zweiten Jahrzehnt. Da darf man sich schon ein bisschen als Hildolsteiner auch fühlen. Ist ja egal, was ich mir wünsche, spielen können die, wie sie wollen. Im Positiven wie im Negativen.
Wann ist das? Wir sind
Thank you.
Das ist alles, ne?
Thank you.
alles gut, ne? Ja. Also als wir uns in 5 Stunden gut auskommen. Ich hab's im Internet von Gießen, aber... Ich hatte nach dem 8. Punkt, habe ich gesagt, das war der erste Fleck auf der Weste. Und jetzt machen wir so Dreck.